Die zweite Bundesliga, live bei Amazon. Die Highlights vom Spiel. 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96. 7. Minute. Weiter geht es. Ein Mannmäuerchen, mehr so für die Optik, um den Ball nicht flach reinzuspielen. Also er muss hochkommen. Freigegeben ist er, kommt dann doch relativ flach und aus der Drehung heraus. Kommt nochmal der Nachschuss. Der ist tatsächlich nochmal abgebar und dann ein Fallrückzieher gegen Martenia am 5-Meter-Raum von Barış Baştaş. Das ist ein gefährliches Spiel. Foulspiel und Freistoß. Aber diese flache Hereingabe ist aus der Drehung heraus weitergeleitet worden von Falmir Süleymani. Das war sehr, sehr artistisch. 20. Minute. Duksch auf der rechten Seite im Strafraum. Sörensen vorbei. Fällt hin und Elfmeter natürlich. Ja, ja, musste pfeifen. Ball liegt bereit. So, Duksch gegen Martenia. Das Ganze in der 20. Minute 0-0. Drin! 1-0 für Hannover durch diesen berechtigten verwandelten Foulelfmeter von Marvin Duksch. 24. Minute. Nürnberg aufmerksam. Die erste Ecke haben sie ja eigentlich sehr gut weggefangen. Ball kommt. Kopfball ist da. 2-0 für Hannover durch dieses Kopfballtor. In der 24. Minute erhöhen die Gäste auf 2-0. Also innerhalb von 4 Minuten hat der Klub gleich zweimal ein Gegentor geschluckt. Nach der Ecke von der rechten Seite sind sie mit dem Kopf zur Stelle, laufen da sehr schön in den Ball rein. Und wenn wir es richtig gesehen haben, dann ist das wohl Valmir Süleymani, der diesen Ball am kurzen 5-Meter-Eck weiterlenken kann ins Tor. Schon falsch, Timo Hübers ist derjenige, der den Ball reingeköpft hat. Der Innenverteidiger nach der Ecke mitgekommen, sehr schön reingelaufen. Da hat alles gepasst und wir haben jetzt eine 2-0 Führung für Hannover 96. 35. Minute. Dovedan gegen Moroja, flach hereingegeben. Oh, Schäffler wäre fast noch dran gewesen. Da hat Hübers den Ball durchlaufen lassen, in der Meinung, na, da kommt der Esser dran. Ja, auf einmal war der lange Stutzen von Schäffler da. Partie läuft weiter, von links hereingabe, Kopfball, Tor! Schäffler macht den Anschlusstreffer. Der Anschlusstreffer durch Manuel Schäffler. Der erste wirklich gefährliche Ball vom Club. Vor den Strafraum erst gespielt auf die linke Seite. Dann kommt von dort die Flanke von Robin Hack. Und im 5-Meter-Raum lässt Hübers Manuel Schäffler laufen. Und dann hat er vielleicht noch 2-3 Meter Distanz, um vor dem Tor stehend, freistehend, den Ball reinzunicken. Esser ist noch mit dem linken Fuß am Ball, aber kann den Einschlag nicht verhindern. Die Flanke von Robin Hack wird noch leicht abgefälscht. Aber trotzdem, da muss ich näher am Gegenspieler sein. Hübers hat ihn laufen lassen und Schäffler mit dem Kopfball 10 Minuten vor dem Pausenpfiff mit dem Anschlusstreffer. Manuel Schäffler, sein 8. Saisontor. Also beide haben schon Top-Spitzentorjäger, wobei Spitze vor allen Dingen die Position meint, die vorne in der Spitze stehen mit Marvin Duksch. Gut, vom Elfmeterpunkt, da war Schäffler jetzt etwas aktiver, aber die beiden, die sorgen für Tore und Manuel Schäffler eben auch für den Anschluss des 1. FC Nürnberg. Partie vom Ergebnis her wieder offen. 58. Minute. Mühl schlägt den Ball in der Rechtsverteidigerposition da vorne, ist aber wieder abgefangen worden. Haraguchi, 30 Meter vor dem Tor, treibt den Ball, zieht man ab, flach, Tor für Hannover. Der passt genau. Wieder 2 Tore Vorsprung. 3-1 für Hannover 96. Genki Haraguchi, der kriegt den Ball so ziemlich nah an der Mittellinie und treibt und geht und macht und tut und sagt dann, oh, wenn mir keiner angreift, dann hau ich den doch einfach mal unten links flach rein. Und der Japaner trifft den Ball richtig gut. Der rauscht da flach rechts rein und trifft genau das Loch zwischen rechter Hand von Martenia und linken Pfosten. Da ist ein Loch von 60 cm Breite und da passt der Ball aber sowas von genau rein. Ganz toll gemacht von Genki Haraguchi. Keine Abwehrchance. 3-1 Führung für Hannover 96. 64. Minute. Nochmal Ecke von rechts, Johannes Geis. 5-Meter Raum. Kopfball ist da, gehalten von Esser. Immer noch im 5-Meter Raum geklärt von Ellis. Nach dem Kopfball von Sörensen. Und dann Foulspiel gegen Niklas Hult an der rechten Ecke durch Robin Hack. Tolle Abwehraktion von Michael Esser aus kurzer Distanz. Der Kopfball von Asker Sörensen, den abzuwehren aus 5 Metern, ist nicht einfach. 72. Minute. Florent Muslija, frisch eingewechselt. Muslija ins Tor! Florent
Aber was war das denn für eine Flugkurve? Das musst du mir ja nochmal erklären. Das 4:1 für Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg. Da kann der Ball eigentlich nur von der Mauer abgefälscht worden sein. Anders ist das wohl nicht zu erklären, denn da sieht Christian Martinia aber miserabelst aus. Denn der Ball, trotzdem, dass er abgefälscht ist, kommt noch relativ zentral. Martinia will diesen Ball wegfausten. Es geht nicht, das geht nicht. Ball ist glitschig, da musst du Finger gegenhalten. Nicht Finger kuppen, da rutscht der Ball drüber. Das ist eine Fehlentscheidung auch von Martinia gewesen. Das ist sicherlich die Entscheidung jetzt. Da kommen wir nicht dran vorbei. 86. Minute. Abgefangen von den Hannoveranern. Über Florent Muslia, dem Torschützen zum 4:1, an Latteier vorbei. Zentrale Position, rüber auf die rechte Seite. Twumasi hat diesen Schuss und er ist drin. 4 Minuten vor dem Ende erhöhen die Gäste auf 5:1 durch den eingewechselten Patrick Twumasi. Spieleröffnung von Muslia, eingewechselt und Torschütze. Rüber auf die rechte Seite zum eingewechselten Twumasi und Torschütze. Also da hat der Trainer Kenan Kocak nochmal 2 gebracht, die getroffen haben. Und das wird jetzt sehr, sehr deutlich und gefühlt sehr teuer für den 1. FC Nürnberg. Denn kurz vor dem Ende führt Hannover 96 mit 5:1 beim 1. FC Nürnberg. 89. Minute. Johannes Geis, Sapreet Singh, an diesem Freistoß echt eine weite Distanz. Mal schauen, was dieser Hammer bringen wird. Geis in die Mauer und der ist drin. Der wird abgefälscht und geht tatsächlich rein. In der Schlussminute nochmal eine Ergebniskosmetik. 2:5. Ein Freistoß durch Johannes Geis verwandelt. Das ist ja wirklich. Der trifft die Mauer und von dort springt der Ball dann rechts ins Netz und er ist in die andere Richtung unterwegs, kann er überhaupt nichts machen. Sieht nur noch, wie der Ball hinterher fliegt, rechts reingeht. 5:2, was ist das denn für ein Ergebnis? Das haben wir im Fußball ja nun äußerst selten. Da bin ich bei Michael Esser bei ihm, nehme ihn tröstend in die Arme und sage, da kannst du nichts für. Die zweite Bundesliga, live bei Amazon.